Ja, hallo, herzlich willkommen zurück bei einer, neuen Folge Forspoken. Wir sind hier am Feiern, wir haben die Hunter Asylum besiegt, wir sind mega stark, Reif ist auch irgendwo und ja, wir sollten jetzt mit den Dorfbewohnern reden, mal gucken, was sie uns zu sagen haben. Vielleicht können wir mit denen auch was trinken. Denn ich glaube, ich habe Durst. Wo müssen wir denn jetzt hin? Muss ich hier anfangen zu reden? Grüße, holde Retterin! Ich hoffe, die Feierlichkeiten sagen euch zu. Sie guckt einfach nur geradeaus. Nein, sagen sie nicht. Zu wenig Alkohol, zu wenig Frauen. Zu wenig von allem. Okay, warte mal. Da ist ein Fragezeichen. Oh, die Menschen lachen wieder. Endlich. Hätte nicht gedacht, dass sie auch so locker sein kann. Hä, und jetzt? Ja, und das in der Unterstadt. Das war's jetzt? Dafür haben wir 50 Erfahrungspunkte bekommen? Okay. Das sieht lustig aus. Ich Alter. Will auch tanzen. Alter, wer... Ist das ein Mädchen? Die hat doch einen Vollbart. Die hat doch einen 3-Tage-Bart als Vollbart, Alter. Guck dir mal das Gesicht an. Alter. Ich will nicht oberflächlich sein, aber die kriegt nicht ihr Wunschkennzeichen. In der Taverne gibt's was Besonderes zu. Entschuldigung, ist böse. Tut mir leid. So viel Trubel hatten wir hier schon lange nicht mehr. Und alles ist dein Verdienst. Danke. Sprech mir nicht so von der linken, von der rechten Seite ins Ohr rein, Junge. Da. Ah, heute schmeckt das Bier besser denn je. Ach, vielen Dank, Heldin. Ja, ich könnte nur ein bisschen. Ich könnte ein bisschen mehr Alkohol sein. Ah. Willst du nicht rein? Weiß nicht, ob mir nach Feiern zumute ist. Ach, wegen Seiler? Wie gesagt, wir standen uns nah. Ich kam als einfache Schmiedin zu ihr. Aber sie hat mich so viel gelehrt. Du hast sie offenbar sehr bewundert. Vor allem ihren Idealismus. Solange dieser Werte. Na egal, hier. Hast du Alkohol? Metallklumpen. Alter, was ist mit der Maus los? So, ein Metallklumpen, guck mal. Ja, verrosteten von Menschenhand hergestellten Geräts, ja. Ein metallenes Überbleibsel irgendeines längst verrosteten von Menschenhand hergestellten... Okay, gut, okay. Ich habe gedacht, jetzt kriegen wir hier einen übelsten Plot-Twist. Gut, ja, danke schön. Du weißt immer noch nichts über Ethia. Nö. Danke. Ein bisschen. Ja, danke schön fürs Gespräch. Kann auch mal mit dir reden. Mach dir um mich keine Sorgen. Mir geht viel durch den Kopf zurzeit. Ja. Liest du mal dein Buch? Und lernen, wie man vielleicht mal ein bisschen netter gegenüber Leuten wird. Alte Schrapnelle. So. Wir gucken mal nach hier oben. Hallo. All die fröhlichen Gesichter. Wenn das mal nur so bleibt. Ja, wo ist jetzt mein... Wo ist denn jetzt meine Karawane? Hier unten kann ich auch noch reden. Ah, nee.
Ja, ich soll mit den Leuten reden. Was die wohl sagen würden, wenn ich zaubern könnte? Also wenn die das sehen würden. Moin! Wow, so viel Essen habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ach so. Alter, was soll denn das sein? Alter, was ist das? Soll das ein Schwein sein? Okay, krass. Okay, mit wem sollen wir denn jetzt als nächstes quatschen? Da können wir auch noch reden. Moin! Wenn das mal nicht unsere Retterin ist, bleib doch hier und lass dich feiern! Also wir sind jetzt auch nicht sonderlich gesprächig, ne? Oh, eine Katze? Hab mich in dir getäuscht, entschuldige. Wir sind alle sehr dankbar für deine Hilfe. Ah. Zuerst auf den Scheiterhaufen. Mietz, Mietz. Hey, Mietz. Ausgetan. Sie ist tot. Ob dich das überhaupt gefreut hätte. Hey. Es sah so aus, als wollte sie dir etwas mitteilen. Ja. Wo sie wohl hin ist? Mietz, Mietz? Mietz, Mietz, wo gehst du hin? Ups. War aus Versehen Knopf gedrückt. Miau. Bist eine fette Katze. Aber süß. Oh, hier liegt was. Ich kann's nicht. Einfach mal klauen. Ist das etwa für mich? Ist das von ihr? Von der Kleinen? Olivias Kranz. Ein Blumenkranz, den Olivia gerne auf dem Kopf trug. Die Blumen, aus denen er besteht, sind in der Stadt schwierig aufzutreiben. Sogar nach dem Tod ihrer Besitzerin sind sie noch so frisch wie an dem Tag, als sie gepflückt wurden. Die streunende Katze, mit der Olivia oft spielte, bewahrte den Kranz auf und gab ihn schließlich an Frey weiter, nachdem diese sich das unbezahlbaren Andenken... Nachdem diese sich das unbezahlbaren Andenkens als würdig erwiesen hatte. Meine Fresse. Tschüss. Bisschen schreckhaft, was? Es ist eine Katze, Ralf. Das hat Olivia getragen, nicht wahr? Die Katze will sich so wohl bedanken. Oh. Würde gerne hier... Ich bin dankbar für die milden Gaben, die ich hier finde. Ein Ringstein. So, wir müssen immer noch reden. Aber wir kriegen nicht sonderlich Informationen. Da hinten rechts? Dass die sich aber nicht fragen, wie wir sie besiegt haben, weil die haben uns ja bisher noch nicht zaubern sehen. Oh, hallo! Gesellst du dich zu uns? Willst du nicht auch tanzen? Nö. Ein Hellenempfang abgeschlossen. Danke.
Verderbnis kommt aus Avualet! Sie ist hier in Zipol! Kommt mit! Schnell! Schnell! Oh je. Ja, bitte. Ich hab Angst. Wir speichern das immer noch hier. Nee, können wir gar nicht. Hier. Freys Abenteuer. Die Verderbnis naht. Was ist denn los? Tun wir unser Möglichstes, es herauszufinden. Voll. Wir kriegen hier überall Haietränke. Wir kriegen, glaube ich, aufs Maul. Bitte kein Drache. Ich will keinen Drachen. Was zum Geier? Ach du Scheiße. Alter, Wo waren sie noch? Menschen. Und jetzt sind sie... Das ist übel, das ist verdammt übel. Du kannst nichts daran ändern. Erlöse sie einfach aus ihrem Elend. Was? Das geht nicht. Du musst es tun. Fickt euch! Julie, die hat recht behalten. Es ist Prafs Antwort darauf, dass du Skylar getötet hast. Und ich soll daran schuld sein? Ich kann nichts dafür. Nein, du hast getan, was nötig war. Wie hättest du je mit so etwas rechnen können? Na toll, eben dachte ich noch, dass es endlich bergauf geht. So schnell nicht. Oh, und alle. Alter. Okay, warte mal. Feuermagie testen. Aua. 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 Oh, komm schon. Okay. Alter. Ihr blöden Kleinen. Ja, seht ihr, ne? Ich muss, mit der Feuermagie bist du deutlich dichter im Nahkampf drinne. Hoppapa. Wow, Alter. Ah, wow. 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 Okay, warte, pass mal auf, ne? Alter! Shit! Da kam der von hinten. Verlasse den Bruch und laufe zur Oberstadt. Ach, das ist jetzt ein Bruch, oder was? Du bist verwundet. Ohne Scheiß, echt? Wir müssen weiter. Frey, übernimm dich nicht. Ohne Scheiß. Jetzt gibt es keine Unterstadt mehr. Endlich. Der Bruch liegt hinter uns. Bleib stark, Frey.
Mir geht's gut, glaube ich. Bin nur echt müde. Die Oberstadt ist nicht mehr weit. Wir sollten keiner Bruchbrut mehr begegnen. Diese armen Menschen. Sie wurden völlig überrumpelt. Niemand konnte damit rechnen. Ich kann nicht mehr. Durchhalten. Papa! Papa! Oje. Was haben wir getan? Die Verderbnis. Innerhalb der Stadt. Ob wir jetzt dafür verantwortlich gemacht werden? Ich kann jetzt nicht sterben. Ich habe die fliegenden Monster noch gar nicht gesehen. Ob wir jetzt von dem anderen, der uns von Anfang an auf dem Kicker hat, ob wir von dem jetzt zur Sau gemacht werden? Nicht alle sind in Sicherheit. Manche sind noch draußen. Warum? Warum? Rettet uns! So rette uns doch jemand! Oh Mann. Warum? Warum? Rettet uns! So rette uns doch jemand! Oje. Elend. Tod. Und Hoffnungslosigkeit. Frey! Tanta sei Dank. Du bist schwer verletzt. Es waren einfach zu viele. Da ist er. Es ging so schnell. Dieses Unglück ist nur deine Schuld, Dämon. Die Tantas haben hier schon lange vor meiner Ankunft gewütet. Von dir kommt nichts als Lügen und Verrat. Ich sollte dich direkt hinrichten. Dafür ist jetzt keine Zeit, Janesh. Ich tue, was wir gleich hätten tun sollen. An dem Tag, als wir mit diesem Fluch gestraft wurden. Aus dem Weg! Ah! Lass mich los! Schluss mit den Torheiten! Dies ist von der Balche. Es kann den Schmerz der Menschen lindern. Es kann die Krankheit nicht heilen, wird den Verlauf aber stoppen. Janesh, ihr geht zu weit. Gerade jetzt sollten wir zusammenstehen, statt uns gegenseitig zu bedrohen. Ratsfrau Billett, könnt ihr das so zulassen? Nein. Janesh, euer Verhalten bringt Schande über unseren Rat. Ich enthebe euch hiermit eures Amtes. Wachen. Merkt euch meine Worte. Ich werde am Ende noch Recht behalten. Sie ist ein Dämon, sage ich. Das verheißt nichts Gutes. Nichts! Ich sagte doch, es wird ein Nachspiel geben. Doch das war's noch nicht. Bevor du kamst, hatten sie sich ihrem Schicksal ergeben. Sie lebten in Furcht vor den Tantas wie Geiseln ihres Wahnsinns. Doch nun, und zwar dank dir, denken die Leute, dass sie vielleicht eine Chance haben könnten. Was soll das heißen, Joe? Das heißt, du musst den Rest der Tantas töten. Einen Schlussstrich ziehen. Was? Die Wunde kann niemals heilen, wenn sie nicht aufhört zu bluten. Nein, das ist schlichtweg Mord. Ich will niemanden mehr töten, Leute. Und was willst du stattdessen unternehmen? Keine Ahnung. Das ist nicht mein Krieg. Das sind Fremde für mich. Ich habe genug Blut an den Händen. Wenn nicht du, wer dann? Ist mir scheißegal. Ich will endlich meine Ruhe. Ich...
Frey! Errungenschaft freigeschaltet, wie man es auch macht. Ja, bitte. Ich hoffe, wir kommen noch zu den anderen Gegenden zurück. Boah, das wäre jetzt bitter. Aber sie hat doch kein Blut an den Händen. Sie hat bisher nur Bruchzombies und Monster getötet. Gut, die paar Wachen da, aber die waren eh wahnsinnig geworden. Genauso wie wie Syla. Aber wir kennen doch immer nicht den Grund. Den wahren Grund. Gutes Kind, dachte ich. Ein Irrtum. Wir hofften alle. Die fangen an uns zu zweifeln. Sie schien durchaus willens zu sein. Sie war zögerlich, aber sie ließ mit sich reden. Sie wirkte tapfer. Sehr tapfer. Doch, der Schein trug. Es ging ihr nur um den eigenen Vorteil. Dachte, sie wäre tapfer genug dafür. Doch. Sie ist viel zu eigennützig. So viele Menschen könnten noch leben, aber so viele sind gestorben. Ist meine Schuld. Ich glaubte an sie und holte sie aus dem Turm von Binoy. Ist das nicht? Ich bin schuld. Ich baue konstant nur Scheiße. Das war schon immer so. Nein, ich war das! Sie träumen. Es tut mir leid, ich... Stern nicht! Halt eine sehnsüchtige Nase! Ich schaue dich besser dran! Es ist besser, du stirbst. Alter. Tanta Segen. Hey, was ist passiert? Ohnmachtsanfall. Kann ich mir deine Wunde ansehen? Jetzt mal ganz ehrlich. War es hier schon so schlimm, oder habe ich die Scheiße mitgebracht? Aethias Niedergang begann lange bevor du hierher kamst. Diese Tragödie hat sich Jahrzehnte angebahnt. Dass ich hier bin, hilft keinem. Ich mache euch nur noch mehr Probleme. Frey, sag doch sowas nicht. Du verdienst mehr Güte, als man dir zeigt. Als du dir selbst zeigst. Die Wunde heilt gut, aber bitte, Frey, pass auf dich auf. Kapitel 7. Das Blaue im Bauch. Ach, endlich bist du wach. Ich wäre fast verrückt geworden ohne Gesprächspartnerin. Ganz ehrlich, ich würde lieber liegen bleiben. Also, was ist unser nächster Schritt? Mit Bruchbob quatschen und abhauen. Umgebungsvolle Helferin. Auden Keen. Ja. Eine selbstlose junge Frau, die alles gibt, um anderen zu helfen, als der Bruch Chipal zu verschlingen droht. Wie ihre Eltern tendiert sie dazu, die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen zu stellen, aber ihr Altruismus wird zum Hoffnungsschimmer für viele andere Stadtbewohner. Sollen wir nochmal
nochmal mit dir reden? Ruh dich aus. Mein Vater und Ratsherr Tree versuchen, mehr Balchenharz zu finden. Gedulden wir uns. Der Albtraum hat gezeigt, dass sie ihr Gewissen plagt. Solltest du dich nicht noch etwas schonen, Frey? Ach, mir geht's gut. Dank dir. Ach, sei nicht albern, das war nicht der Rede wert, wirklich. Alles gut? Geht schon. Mir war nur kurz schwindelig. Mehr nicht. Hä? Okay, das war schon. Orden geht's gut? Das war schon wieder Sie scheint zurzeit nicht viel Schlaf zu bekommen. Neue Abstecher sind verfügbar. Öffne das Hauptmenü und rufe die Karte auf. Sind das Abstecher? Nee, das ist ein Event. Da ist ein Abstecher. Und ja, wir können in die Gegenden. Gott sei Dank, wir können die Sachen hier, wir können die Sachen noch erkunden. Oh, Gott sei Dank. Zumindest mal fertig erkunden. Gut. Guck mal, hier sind wir eigentlich fast durch. Hier muss doch bloß noch ein Monument, dingsen. Nur noch ein Monument reinigen. Was ist das? Monument des Rechts? Nee, hier oben. Stimmt, da kamen wir ja vorher nicht hoch. Ich gehe mal zu dem Event. Das interessiert mich. Wo ist denn das Event? Was für ein Event bekommen wir hier? Findorobian. Das war ja mal ein ganz kalter. Was geschieht nur? Ihr werdet alle sterben und ich werde zusehen. Nein, natürlich nicht. Ah, das sieht so bedrohlich aus, guck mal. Mit. Oh, die Arme hat total Angst. Verständlich, wenn das eigene Zuhause um einen herum zusammenbricht. Ui. Na, sieh einer an. Geht's dir besser? Er ist aber immer noch hier. Hast du nicht gedacht, es könnte Zeit sein, dich zu machen, als der Bruch kam? Ha, machst du Witze? Das hier aufzugeben hieße, das Leben aufzugeben. Ein Schlückchen zum Feierabend ist für die meisten hier der einzige Lichtblick. Herrlich. Sie sind nicht nur totgeweiht, sondern auch notorische Säufer. Ja, du solltest dir selbst einen Schluck gönnen. Feuer frei! Gib mal eine Pulle. Auf einem Bein steht man schlecht. Komm, gib noch eine.
Hey, das ist das gute Zeug, oder? Und ob. Schmeckt dir doch, oder? Ja, das ist echt speziell. Die Geheimzutat ist ein Gewürz aus Avoilet. Typisch für Sipor. Wir mischen eben gern Dinge von überall her. Klappt leider nicht immer. Dir gefällt's doch hier, oder? Ach, hab mich noch nicht so ganz entschieden. Tu's besser. Wär doof, dein Leben für eine Stadt zu riskieren, die du gar nicht magst. Zur Erinnerung, wegen mir wäre die Stadt fast zerstört worden. Sag sowas nicht, sonst setzt's was. Haus, das gibt's ein paar auf die Fresse. Und? Hat's Alter. Nach Avoilet geschmeckt? Wie soll ich das wissen? Die Gewürze, die er erwähnte, sind ziemlich teuer, weißt du? Ich würde vermuten, dass er sie nicht jedem dahergelaufenen Gast serviert. Also soll ich mich jetzt geehrt fühlen, sozusagen? Was ist das da? Was ist das? Das ist Pater aus Jenun. So sehen hier Würfel aus? Sie sind aus Tierknochen. Krass. Du wirfst sie. Und wenn du eins der kleinen Symbole würfelst, ha, dann ist heute dein Glückstag. Wow, klingt spaßig. Oh, es macht Spaß. Niemand nimmt das Spiel allzu ernst. Los, probier es mal. Pater. Pater sind Würfel ähnlich und bestehen aus Tierknochen. Sie zu werfen bringt angeblich Glück. Probier es aus. Wenn sie auf Symbolen landen, erhältst du einen vorübergehenden Kampfbonus. Warum nicht? Heute ist mein Glückstag. Extrem gut geschützt. Okay, cool. Ja, alles Unser klar. Unser lieber Wirt mag seine Stadt lieben, aber helfen wird es nicht. Was soll das denn heißen? Na, egal wie sehr er sie liebt, er ist nur ein Mann. Er hat nicht die Macht, etwas zu ändern. Nein, er braucht jemanden mit echter Macht, der das für ihn erledigt. Ach, lass mal gut sein, okay? Reif, ist alles klar bei dir? Der Reif, der macht manchmal so ein bisschen, der macht mir manchmal ein bisschen Angst. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, der verfolgt seine eigenen, irgendwie generell eigene Ziele. Der ist mega sympathisch, der Reif, aber das ist ein bisschen komisch. Der ist bestimmt am Baum. Ja. Hey, Bob. Hey. Also, ich könnte dringend einen Wusch brauchen. Jetzt gleich. Also, wie genau benutze ich diese Torana-Dinger? Robian! Wow, hey, easy, Alter. Du brauchst Ruhe, mein Freund. Du siehst nicht gut aus. Alles okay? Der Zahn der Zeit macht vor nichts Halt. Und die Jahre flattern. Ich fürchte, sein Zustand verschlechtert sich. Bob, du musst dich zusammenreißen. Vergiss nicht. Das Blaue im Bauch. Und die Blumen auch. Die Verderbnis wird mit jedem Tag stärker. Ich fürchte, es geht zu Ende. Was? Nein, das darf nicht sein. Nicht jetzt. Was ist mit dem Balchenzeug? Es könnte ihn stabilisieren und die Ausbreitung hemmen. Tja, dann los. Holen wir mehr davon. Es nutzt nichts. Was wir hatten, haben wir nach dem Massaker gestern Nacht verbraucht.
Wir hofften, es gäbe mehr, aber... Boah, alles ist nichts übrig. Aufgeschnitten. Shit. Er darf nicht sterben. Orden braucht ihn. Ich brauche ihn. Shit, Ethier braucht ihn. Wir müssen was machen. Beilchen wachsen hauptsächlich in Avualet. Vielleicht wirst du dort fündig. Cool. Sag mir wo. Ich geh es holen. Dann musst du zur Burgstadt gehen. Suche nach Bäumen wie diesem. Und bete, dass sie noch Harz enthalten. Okay. Balchenrauch. Ein Heilmittel, das Robin in den langen Jahren seiner Isolation entdeckte. Der Qualm, der aufsteigt, wenn die Balchen-Harzmischung erhitzt wird, kann die Auswirkungen des Bruchs auf den menschlichen Körper verlangsamen. Er bietet einen kurzzeitigen Schutz gegen eine geringfügige Bruchdosis und ermöglicht Durchschnittsmenschen einen kurzen Ausflug in die Welt außerhalb der schützenden Mauern der Stadt. Die Langzeitfolgen müssen jedoch erst noch erforscht werden. Ich brauche ihn. Er muss überleben. Nun, wenn du nach Avualet willst. Ich glaube, das liegt im Süden. Sollen wir? Hier ist noch ein Event. Hey, Bob. Ernsthaft? Was könnte der alte Kauz uns denn noch verraten? Oh, hallo. Ich habe eine Frage. Ein Rätsel? Ja, vielleicht. Hilf mir auf die Sprünge. Was bedeutet mir mehr als alles andere auf der Welt? Natürlich die Schwester. Ist das die Schwester? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja, richtig. Ordi ist mir wichtiger als alles andere. Nun, außer vielleicht Callista. Familie. Ja, Familie. Danke, Frey. Ist nicht der Rede wert. Ich komm wieder, wenn ich das Harz habe. Halt bis dahin durch, okay? Ich will dir dies geben. Es ist... ein Andenken an bessere Zeiten. Pass darauf auf. Ein Schlüssel? Hausschlüssel der Familie Keen. Als er dieses Land zu der fand Hilfe anbot, er stellt ein Symbol, einen unerschütterlichen Glauben dar, dass Ethie eines Tages gerettet werden könnte. Wow, ich werde ich. Familie, ha. Huh? Geht dir durch den Kopf, was der Alte gesagt hat? Nicht wirklich, nur... ich habe es eben nur überhaupt nicht realisiert, wie wichtig Familie für Bob ist. Okay. Nur dann würde ich sagen... machen wir uns auf. Ich glaube, den nächsten Bereich zu erkunden. Avualet. Ich werde das Gefühl nicht los, als ob eine Tanta die Ursache für die weitere Ausbreitung des Bruchs ist. Eine Art Angst, dass die angeblich stärkste Tanta ausgelöscht worden ist? Warum bleibst du stehen? Hier ist sie gestorben. Kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Du hast sie gerecht. Gerecht? Ja. Sie war so süß zu mir. Ihr Leben war echt nicht einfach, aber sie war so süß zu mir. Sie hatte so viel vor sich.
Den Leuten hier ist klar, wie kurz das Leben sein kann. Sie leben im langen Schatten des Todes, den die Tantas werfen. Mag sein, dass das Kind anderen so viel Wärme schenkte, weil es um seine Sterblichkeit wusste. Sie war so jung. Aber Leute wie ich kriegen 21 Jahre. 21 nutzlose Jahre. Es ist einfach nicht fair. Hey, komm schon. Es gibt so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Ja, klar. Was hab ich denn? Eine Katze und ein Strafregister. Wenigstens stirbt in New York niemand wegen mir. Tantas Segen. Wie jetzt? Du denkst echt, dass sie nach dem ganzen Elend und der ewigen Zerstörung noch irgendwen segnen würden? Ja, in der Tat. Sie standen für das Beste in uns. Das Ideal stirbt nicht, nur weil seine Verkörperung entstellt wurde. Frey, ich will dir sagen, dass ich im Unrecht war. Ach was. Ich verkannte dich. Die Menschen haben Angst. Ich habe Angst. Der Rat und ich können ihnen keine Hoffnung mehr geben. Doch vielleicht kannst du es. Ich muss los.